Okay, was liegt denn hier? Ein Fahrrad. Was liegt hier? Es ist kaputt, also kann ich nicht damit fahren. Aber die ist bestimmt irgendwie aus der Klappe abgehauen. Dann hat die sich jetzt alles eingebildet. Ja, hundertprozentig. Die ist doch bestimmt voll verrückt. Oh. Oh mein Gott, das ist unsere Straße, Kätzchen. Hey Street. Ja, das ist sie. Oh, wo ist denn? Darauf steht Hey Street. Da ist mein Haus, in diese Richtung. Okay. Ist es das? Hier sind wir. Sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Tante Grace, ich bin's, dein Stucki Pucki. Tante Grace, hallo. Vielleicht ist sie nicht zu Hause. Schatz, hast du den Schlüssel? Nein, ich habe ihn nicht. Aber ich weiß, irgendwo ist ein Schlüssel versteckt. Ich muss mich noch erinnern, wo. Finden wir ihn. Schlüssel haben die sowas früher nicht immer im Blumentöpfchen versteckt. Kein Schlüssel. Was ist das? Ein Zettel. Darauf steht, ich habe den Schlüssel gezeichnet. Frayn. Frayn, das bin ich. Aber ich habe keinen Schlüssel. Und der Zettel ist auch nicht von mir. Wem glaubst du? Das ist alles so verwirrend. Was soll ich jetzt tun? Können wir raufklettern? Komm her, Kätzchen. Du musst hier hoch und durch das Fenster klettern. Ich konnte den Schlüssel nicht finden. Scheinbar habe ich ihn schon genommen. Irgendwie. Du hast den Schlüssel schon? Aber hast du ihn nicht? Das klingt sehr seltsam. Ganz komisch. Ich habe eine Notiz gefunden und ich weiß, dass ich sie geschrieben habe. Aber um jetzt hineinzukommen, musst du hochklettern und mir die Tür öffnen. Ach, na gut. Wünsch mir Glück. Du schaffst das, Kätzchen. Sei vorsichtig. Maut, 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 maut. Dibbel, 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 dibbel. Schwupps. Können wir nur besser machen? Mr. Midnight, hörst du mich, Kätzchen? Öffne die Tür. Rain, ich kann es nicht glauben, du lebst. Wo warst du? Hä? Was? Dr. Dürr, mir geht es gut. Bitte bringen Sie mich zurück in die Anstalt. Ich habe dich lange gesucht. Wie bist du entkommen? Ich entkam durch die gelbe Tür. Aber warum bist du draußen? Ich habe den Schlüssel nicht, aber Mr. Midnight ist drin. Er ist hochgeklettert und durchs Fenster und im zweiten Stock geschlüpft. Mr. Midnight, ist das nicht deine vermisste Katze? Ja, habe ich heute am Ende gefunden. Darf ich fragen, warum Sie hier sind? Ich komme her, um Grace zu treffen. Ich muss etwas Wichtiges sagen. Ich glaube, sie ist nicht zu Hause. Nun, vielleicht ist es besser so. Du wirst mit mir kommen müssen. Nein, ich verlasse mein Kätzchen nicht noch einmal. Warten wir, bis er die Tür öffnet. Frayn, ich glaube nicht, dass deine Katze drinnen ist. Das ist unmöglich. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Er ist drin und macht gleich die Türe auf. Hör auf, Frayn. Sieh es ein. Deine Katze ist tot. Und du musst jetzt mit mir kommen. Aha. Eieieiei. Lass mich los, du Perversling. Ach, du liebe wieder. Okay. Ist die Katze also tot? Oh. Das ist schon hart, das Spiel. Also, da kann man echt nichts sagen. Meine Nerven. Kann ich irgendwas machen? Rausspringen oder nur durchschneiden? Tut mir leid, Frayn. Ich will dir nicht wehtun oder Angst einjagen. Ich mache mir nur Sorgen um Mr. Midnight. Ich habe ihn wegen Ihnen verlassen. Lebt er wirklich noch? Natürlich lebt er. Warum sollte ich lügen? Das fühlt sich alles so falsch an. Weißt du, Frayn, ich wurde der Anstalt verwiesen, weil ich zu viel wusste. Ich habe Dinge herausgefunden, die ich noch nicht verstehe.
Ich dachte wirklich, du wärst tot. Schau dir diese Dokumente an. Familienmord in der Hay Street. Die Körper perfekt zerschnitten. Die Körper perfekt zerschnitten wurden? Aha. Martin und Lucia Poe, Trackenhardt, wurden am Anfang der Woche brutal ermordet und in ihrer Wohnung in der Hay Street aufgefunden. Der Polizist, Margot Hulmer, sagte, es macht den Eindruck, als ob die Körper perfekt zerschnitten wurden. Der Schnitt sei keinerlei Zeichen von Gegenwehr der Opfer. Die Polizei befragte Grace Deckenhardt, Lucias Zwillingsschwester, Lucias Zwillingsschwester, aber die Polizei bekam keine natürlichen, nützlichen Informationen. Das Nesthäkchen der Familie Rainbow wurde einen Tag nach dem Mord an ihren Eltern im Wald aufgefunden. Sie erfror. Was? Liebe Gladys, erzählt der Zeitung von Rainbow. Sie wurde im Wald gefunden, erfroren. Sie lief von zu Hause weg, als sie herausfand, dass ihre Eltern ermordet wurden. Geliebte Rainbow, 17.12.1934 bis 22.07.1944. Frayne hat uns keine Schmerzen. Frayne hat nun keine Schmerzen mehr. Wir hoffen, du triffst deine Familie im Himmel wieder. Hart, Leute. Oh, Mami, ich erkenne deine Hand wieder. Das erkenne ich doch auch wieder. Ich bin nicht tot. Und ich bin auch nicht von Schmerzen befreit. Hack, wer hat ihr gesagt, sie solle lügen? Ich bin nicht tot. Gladys Hannah, das ist nicht die Schwester. Hart. Aber ich bin nicht tot, das sind alles Lügen. Das sehe ich. Ich habe auch herausgefunden, dass deine Medikamente vertauscht wurden. Dir wurde eine neue Variante Dudin gegeben. Als ich mir im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplumadin-Werte zu... Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Sorry. So. Als ich mir das im Labor angeguckt habe, waren die Ektoplumadin-Werte zu hoch. Das kann nicht gut sein. Ektoplumadin erschafft eine Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Problem ist, wenn das Ektoplumadin zu hoch ist, ist die Tür zu breit. Und das führt zu großer Verwirrung in deinem Gehirn. Eine große Gehirnwirrung? Ich bin etwas verwirrt, ja. Aber das liegt an all den neuen Dingen, die ich sehe und fühle. Was meinst du damit, Freen? Ich sehe die Ultrarealität. Und ich reise in andere Welten. Ultrarealität? Das müssen Folgen von Dudin sein, sonst nichts. Das stimmt nicht. Wenn ich noch mehr Medizin hätte, könnte ich es Ihnen zeigen. Du brauchst die Medikamente nicht mehr. Außerdem ist das alles nur in deinem Kopf, Freen. Also doch irre. Alles in meinem Kopf, sagen Sie? Dann könnte ich es vielleicht kontrollieren. Ich meine damit, dass du die Dinge einbildest. Das ist alles. Ich habe versucht, meine Mutter die Wahrheit zu sagen, aber Vater würde ihr wehtun. Ich will meinen Vater nicht wieder mit dem Messer spielen lassen. Meine Arme tun weh. Oh, hat Ihr Vater Ihnen mit diesem Messer wehgetan, Doktor? Was? Wer hat dir das gesagt? Sie oder etwa nicht? Ich habe gar nicht darüber geredet. Ich habe gar nichts darüber gesagt, Freen. Oh mein Gott, dann stimmt es also. Oh, bitte, konzentrieren wir uns. Aber Sie hören mir nicht zu. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Die Schwester Oswald, wer weiß? Ich weiß es. Das große schwarze Monster, Remo. Er nahm mir meine Eltern und jetzt jagt er mich. Er will mich tot sehen. Ich wünschte, ich wäre in Eterstia geblieben. Mit Palantras und dem großen Zauberer. Wovon sprichst du da, bitte, Freen? Ich meine es ernst. Ich habe mich nie von Itward oder Palantras verabschiedet und mein Käppchen ist alleine. Palantras, Itward, bitte, Freen. Palantras ist der Arzt von Eterstia. Er kann fliegen, sehr flauschig. Und Itward ist mein treuer Freund. Er hat mich mit seiner Maschine nach Hause gebracht. Scheinbar hast du in einem Märchen gelebt. Es war nicht immer alles gut. Die Zwillinge sind fort wegen mir.
Ich habe gesehen, wie ich Mr. Midnight getötet habe und Mama und Papa sah ich auch. Die Zwillinge? Welche Zwillinge? Die Mädchen, die aneinander genäht waren. Aneinander genäht? Das erinnert mich an den Fall von Clara und mir. Zwei Mädchen in der Anstalt, sie sagten, sie sehen eine Kreatur namens Edward oder so. Edward? Ich glaube, das verstehen Sie falsch. Edward ist richtig. Was geschah mit den Mädchen? Dr. Oswald experimentierte mit ihnen. Er nähte sie zusammen. Hauptsächlich, um die Reaktion der DNA zu sehen. Aber nichts geschah. Ein paar Monate später starben sie und ihre Körper wurden in einen Brunnen geworfen. Ach du Scheiße, in einen Brunnen geworfen. Es ist ja schrecklich. Sie können mich nicht zurück in die Anstalt bringen. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich habe dich mitgenommen, damit du mir hilfst. Vielleicht finden wir etwas, das zu den Verantwortlichen dieser Schande bringt. Danke, Doktor. Vielleicht hatte Ballontras doch recht. Sie sind kein böser Doktor. Sie sind nur ein alter Mann, der den Regeln folgt. Den Regeln folgen? Tja, heute Nacht nicht. Was sind wir denn jetzt? Hier wären wir. Aber das ist der Friedhof. Was tun wir hier? Das wirst du schon noch sehen. Komm. Mir nach. Kann ich jetzt? Okay, jetzt kann ich. So. Ist hier irgendwas? Kann ich irgendwas tun? Wow, hallo Steinfrau. Bist du müde? Nein, du bist verrückt. Okay, dann geh ich wieder. Hier ist die letzte Ruhestätte deiner Eltern. Und auch deiner. Warum haben sie mich hierher gebracht? Tut mir leid, Freen, aber die Dinge sind, wie sie sind. Deine Eltern wurden ermordet. Wenn wir wissen, wer sie getötet hat, kann uns helfen, die Dinge richtig zu stellen. Was meinen Sie damit richtig? Ich meine damit, dass wir, wenn wir die Schuldigen finden, Gerechtigkeit erleben werden. Mit dem Gesetz können wir so etwas bestrafen und andere davor schützen, verletzt zu werden. Ich verstehe. Und wobei brauchen Sie meine Hilfe? Um Hinweise und Beweise zu finden. Wir müssen die Särge öffnen. Okay, ich helfe. Vielleicht kämen die Tödlichwürmer schon. Wer? Wie auch immer. Wir brauchen eine Schaufel zum Graben. Okay, wir brauchen eine Schaufel zum Graben. Ich gehe nach links, du nach rechts. Okay, weil ich gehe vom Friedhof runter und dich lasse ich hier als kleines Kind allein. Und ja, du weißt ja, wie es ist. Wir sehen uns genau hier in ein paar Minuten. Alles klar. Ja, Dr. Dürm, wir sehen uns. Kerzen. Kann ich die zufällig schon mal anzünden? Wenn wir schon an unserem Grab sind. Martin Bow, Lucia Bow Degenhardt, Frain Bow Degenhardt. 1901 bis 1944, 1905 bis 1944, 1934 bis 1944. Kennt man ja kaum. Oh, kann man den Teddy mitnehmen? Oh, du kleiner süßer Bär, du musst auf meine Eltern aufpassen. Das ist ein trauriges Spiel, meine Nerven. So, ich soll hier lang gehen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Türe mit einem Grabstein. Kein Name, keine Blume. Vielleicht ist ja niemand dort unten. Können wir mal klopfen, vielleicht macht jemand auf. Au, das klemmt. Das muss der Schaufellagerraum sein, typisch. Gehen wir mal hier lang. Sag doch, hier kommen wir raus. Zum Verarschen, wo sind wir hin? Ist ein kleines Mädchen einfach noch alleine auf dem Friedhof. Ist denn der perverse Idiot? Ich wünschte, man könnte wie bei den Telek spielen. Könnte man hier, na sag mal, die Leertaste drücken und dann sehen, wo was ist. Na. Es war auch nichts mehr. Hä? Also manchmal. Ich frage mich, was die Frau in ihren Händen versteckt. Ist das ein Käfer? Hast du dich nicht schon genug ausgeruht? Hier steht drauf. Ah ne, ist mal Korbo. Ich weiß lieber auch am Strand. Beim
Kann ich noch was machen? Oh. Ein Kotzeisen. Was war das? Wer schreibt mir? Was? Was der Spruch? Ein Ruf? Ah, jetzt nicht. Ein Scheiß. So, was haben wir denn hier? Können wir hupen? Ich hab noch nie eine Decke fest. Die Autositze sehen sehr gemütlich aus. Ich bin froh, dass kein echtes Leder ist. Das ist netter. Kaputt schlagen, alles kaputt schlagen. Ich frage mich jetzt, warum ich das mache. Ich weiß es selber nicht. Wir machen alles kaputt. Wir ma- okay, gut. Wir ma- Mann, ich wollte gerade aufnehmen. Ich kann jetzt nicht zurückschreiben. Entschuldigung. Okay, wir haben das Auto kaputt gemacht. Entschuldigung. So, jetzt haben wir doch voll dieses Kotzeisen. Und machen das mal auf hier. Was? Du musst leise sein, Fabio. So, wer hat denn hier geschrieben? Hm? Na komm, mach auf. Oh, aber ich bin nicht Fabio, ich bin Freen. Hallo, kleiner Kieferzapfen. Was? Oh mein Gott, ein Riese! Oh, bitte, keine Angst, ich tu dir nichts. Ich muss ja ganz schnell zurückschreiben, meiner Schwester. Moment. Ich glaube, ich kann dich sehen, weil ich sehr große Augen habe, siehst du? Ah, verstehe. Ich bin übrigens Sebastian, der Sammler des Stammes. Der Sammler des Stammes? Das klingt aufregend. Im Moment versuchen wir etwas glänzendes Leder zu finden. Ah, wir brauchen es für die für das Barungsritual. Na, ihr alten Fergel. Oh, das ist interessant. Glänzendes Leder. Letztes Mal haben wir Menschenhaut benutzt, aber die tödlichen Würmer wollten sie zurück. Aha. Also suchen wir etwas künstlich, was künstlich ist. No. Nun, ich hoffe, du findest das Leder. Sebastian, du siehst mir einen Gefallen. Kommt auf den Gefallen an, große Dame. Ich frage mich, ob du mir die Tür von innen aufmachen kannst. Das könnte ich tun, aber wir könnten uns auch gegenseitig helfen. Bring mir ein Stück Leder und ich öffne die Tür. Okay, große Dame? Aber wo soll ich... Aber wo soll ich das finden? Oh, na gut. Ich schau, was ich tun kann. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.